Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Ultimate Team Serie, die Serie, die sich um den guten Thomas Müller dreht. Wir sind aktuell bei 41 Toren insgesamt, ja 37 mit dem Müller und ja mit dem Vorgänger, mit dem 87er Müller haben wir 4 Tore gemacht, das heißt 41 an der Zahl. Zuletzt haben wir leider den Aufstieg verpasst, ganz knapp, die letzte Partie leider verloren, ganz knapp in der letzten Minute sozusagen. Und ein Upgrade gibt es allerdings dafür, dass wir die Klasse gehalten haben. Der gute Naldo wird uns verlassen. Und dafür holen wir uns den, beziehungsweise habe ich uns den guten Jerome Boateng an Bord geholt. Ja, ich denke, einer der besten Innenverteidiger aus der Bundesliga. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem weiterlaufen wird. Ja, vielleicht sind wir jetzt hinten ein bisschen stabiler. Können da vielleicht doch die Tore ein bisschen verhindern. Neue Liga, neues Glück. Ja, immer noch Liga 4. Aber ich denke, das passt. Jetzt langsam nimmt unsere Mannschaft ja Form an. Ich denke, vielleicht schaffen wir es in dieser Saison sogar aufzusteigen. Müssen wir mal gucken. Ich würde es auf jeden Fall cool finden. Ich würde sagen, ich suche einen Gegner und dann geht's gleich los. So, da haben wir einen Gegner gefunden. Weiß gegen Blau. Ja. Können wir so machen. Auf geht's. Ich bin gespannt. 83er Bewertung. Van Persie, Aguero vorne im Sturm. Yaya Touré hatte dabei. Auch den Schöler am Start. Kompany und Koscielny im Tor. Loris ist, glaube ich, Loris war es im Tor in der Innenverteidigung. Koscielny und Kompany. Und den Rest habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht sehen können. Ich hoffe, die Partie ist ein bisschen angenehmer als die letzte, beziehungsweise der letzte Part. Da war es ein bisschen am Ruckeln. Da haben wir gleich mal gut den Ball gewonnen damit. Mkhitaryan, aber dann leider doch wieder verloren. Gleich der lange Ball einmal nach vorne gepeitscht. Leno kommt raus. Peitschen wir doch mal den langen Ball nach vorne. Ah, gut abgefangen da. Gleich wieder der lange Ball in die andere Richtung. Und diesmal haben wir ihn aber fest. Genau. Abgeworfen. Und jetzt mal schauen, dass wir das Spiel ein bisschen ruhiger aufbauen. Ja, da gleich wieder zwei Jungs, die da übereinander fallen. Ne, so wollte ich das eigentlich nicht. Ah, wären wir da durchgekommen, fast. Haben wir. Gut gestanden von Sokratis. An der Stelle. Jetzt mal der Ball auf Müller. Ah, kann er zurückhauen. Haben wir. Boateng. Schön gemacht. Ja, Müller zeigt an, dass er gehen will. Ah, das ist ein bisschen zu einfach. Wir müssen das mal ein bisschen anders machen. Nur diese langen Bälle, die bringt natürlich nichts. Wir müssen mal mit vernünftigen Aufbau spielen. Das Ganze ein bisschen ruhiger. Ja, so zum Beispiel auf Aubameyang. Aubameyang schießt und der war erstmal nix. Der vielleicht? Jawohl, der ist drin. Mkhitaryan mit dem Kopf. Mit dem Kopf 1:0 hier an der Stelle. Schöner Spielzug. Ich wollte ihn erst flach reinbringen, eine flache Flanke, aber dann war die halbhohe Variante doch gar nicht so schlecht. Schauen wir uns das Ganze mal an mit Schöler. Ja, kam ganz gut. Kam ganz gut auf Mkhitaryan. 1:0 hier und Touré ist verletzt. Ja, das Durchgelaufe wieder. Man kennt's ja. Und Elfmeter, ne? Oder? War Stimme faul. Kann auch Stimme faul gewesen sein. Und Aguero natürlich, das ist natürlich gefährlich. Glück gehabt. Ach komm schon, nicht den Ball da so einfach verlieren immer. Von Percy. Bisschen nachlässig. Hat er wahrscheinlich versucht, den Laufpass zu spielen. Ah, schlechter Ball. Alaba hat ihn. Bring ihn mal auf die andere Seite. Aubameyang, ja. Ah, schade, wird er abgedrängt. Aber hat den Ball noch. Kriegen wir nochmal die Flanke. Müller steht da sehr frei. Kann den Ball aufs Tor bringen. Gündogan. Mit der Balleroberung.
jetzt nicht durchdribbeln da von Aguero. Richtigen Moment tackeln oder so. Boateng. Einmal auf die Flügel gelegt, das Ding. Na, gut gemacht vom guten Kuhn. So, jetzt haben wir mal Raum. Einmal Müller geschickt. Und dann doch nicht dazwischen gekommen. Schade. Percy, gut dazwischen. Jetzt nochmal der lange Ball auf Müller. Der kommt doch an, oder? Ne, er hat dazu gute Innenverteidiger. Das wird nix. Schüle kann sich nicht durchsetzen. Jetzt von hinten angelaufen an Aguero. Aufpassen. Sokrates weicht auf die Flügel aus, kann die Ecke rausholen. Schauen, was er daraus macht. Sieht nach einer normalen Eckenvariante aus. Alaba kann ihn rausköpfen. Gut gemacht. Jetzt haben wir Müller frei. Muss irgendwer mitkommen. Was war das denn? Ach komm. Schlechter Pass von Müller. Schönes Doppelpassspiel. Jetzt der hohe Ball auf Müller. Abgelegt nochmal auf Schürrle. Nee. Nee, so wird's nix. Na komm, ran gedrängelt da. Boateng gut den Ball gewonnen. Der Abräumer holt den Ball. Einwurf. Jetzt versuchen über Passspiel irgendwie zu Rande zu kommen. Boateng wird bedrängt von Rooney. Ei, schlechter Pass, Fehlpass hier an der Stelle. Jetzt zurück. Gut gemacht von Piszczek. Schön den Ball gewonnen. Oh, da steht er auch wieder gut. Was denn los? Haben wir. Jetzt mal ruhig das Spiel aufbauen. So. Aubameyang. Jetzt ist vorne Raum. Auf Boateng, genau. Und jetzt abgezogen das Ding. Jawohl. 2:0 hier. Gut gemacht. Schöne Schusstäuschung und dann nach innen gezogen und abgeschlossen. So geht's. Zwar kein Müller-Treffer, aber immerhin, ja, ich sag mal, die Führung ausgebaut. Vielleicht trifft der Müller auch nochmal. Müssen wir mal gucken. Natürlich ein gutes Team, was der Gegner hat. Da will ich natürlich gewinnen. Und da der Ansporn jetzt natürlich auch ist, die Liga aufzusteigen und wir dadurch dann auch, ja, sozusagen uns unsere Upgrades generieren können, ist es natürlich auch erstmal nicht mehr ganz so wichtig, dass wir nur die Tore mit Müller mehr machen. Der Sieg gibt natürlich auch Upgrades, beziehungsweise ein Upgrade. Und von daher versuchen wir natürlich auch das Spiel zu gewinnen. Sieht ganz gut aus von der Statistik her, würde ich sagen. Machen wir gleich weiter. Will ich nicht lang rumdrucksen und ja, auf geht's. Weiter. Jetzt können wir das Spiel auch mal ein bisschen kontrollierter machen, ein bisschen ruhiger aufbauen. Unten auf Gündogan zum Beispiel. Jetzt nochmal auf Mkhitaryan, kommt nicht ganz hin. Ah, Müller. Touré räumt dann natürlich ab. So nach hinten da ein bisschen verstärken. Ja, was macht er? Versucht den Ball da. Ja. Aber nicht gegen Boateng, Junge. So. Immer nach vorne, abgelegt nochmal. Müller wird leider zu Fall gebracht. Jetzt hätte ich ihn gleich nochmal zurückgespielt. Gibt Freistoß. Gibt eine Karte, oder? Müsste gelb geben, ja. Taktisches Foul hier an der Stelle. Ja, gibt den gelben Karton. 50. Minute. War mir nicht Touré, war Sagna. Okay, den kenne ich gar nicht. Weiß gar nicht, ob er den eingewechselt hat oder so.
Ich hole mir mal jemanden ran. Wir könnten auch mal eine Flanke probieren. Das mache ich auch sonst nie. Wollen wir das doch einfach mal. Machen wir mal so eine komische Flanke hier. Probieren den mal vielleicht mit dem Kopf da unterzubringen. Nee. Keine gute Sache, denn jetzt ist er natürlich vorne da so ein bisschen. Steht er vorne da ganz gut. Gut weitergelegt. Einmal in die Spitze zu Aubameyang. Mal zurück. Wieder Aubameyang. Die zwei Dortmunder. Bringt die flache Flanke, aber da steht keiner, der die abnehmen kann. Ja, zu dem kannst du nicht spielen. Oh, da hat er gut gemacht. William, jetzt mal drauf da. Ja, jetzt der Ball auf Müller mal. Nochmal weiter auf Mkhitaryan. Schusstäuschung vielleicht nochmal. Und jetzt abschließen. Jawohl, 3:0 hier. Mkhitaryan mit dem zweiten Treffer in der Partie, glaube ich. Den ersten hat er, glaube ich, mit dem Kopf gemacht. Und jetzt den zweiten dann mit dem Fuß. Und damit steht es 3:0. Ich denke, jetzt wird es schwer für den Gegner nochmal ranzukommen. Na, wieder kein Treffer mit Müller, leider. Schade. Ja, gutes Dribbling da von ihm. Schöne Ballbehauptung. Und der Gegner war ein bisschen zu weit weg, um den da zu behaupten, sag ich mal. Okay, versucht es jetzt mit dem Durchlaufen. Wie gehabt, kennen wir ja schon. Einfach warten und warten, bis er den cooler Ball aufs Tor bringt. Natürlich jetzt nicht abwertend gemeint oder so. Aber ich mag das nicht so mit dem Durchlaufen, das wisst ihr ja. Okay, Müller läuft in die freie Gasse. Kommt auch hin. Schießt und jawohl, 4:0 und jetzt auch endlich der Müller-Treffer. Das heißt, ein Upgrade haben wir sicher an der Stelle. Wahrscheinlich auch zwei durch den Sieg. Großartig. Es geht voran mit unserer Mannschaft. Es geht voran. Bisher die Langbälle meistens nicht so gut angekommen. Aber jetzt an der Stelle hat es dann mal geklappt. Wie gesagt, die Dinger sind natürlich immer gefährlich. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich Leute habe, die gegen mich mit solchen hohen Bällen, mit so Laufpässen spielen. Da tue ich mich auch immer schwer gegen. Das ist halt einfach so. Das ist halt ein gutes Mittel. Oh, da habe ich gerade... Ah, da hätte ich einfach laufen müssen dann. Dann wäre ich durch gewesen. Boateng jetzt, Aubameyang. Und jetzt nochmal der Laufpass, aber da kommt der Keeper raus. Okay, er spielt jetzt natürlich auch sehr offensiv. Er macht es mir da jetzt leicht vorne irgendwie die Lücken zu finden. Haben wir mit Piszczek kommt. Setzt euch da durch. Boateng steht da gut. Ah, ein bisschen zu weit vorgelegt. Boateng, komm, zieh doch mal ab jetzt. Ah, nee. Hat den Spieler noch davor gekriegt. Jetzt kommen seine Lobpässe. Gemacht. Und jawohl, Leno hält ihn. Na, steht er irgendwo frei? Ich sehe keine Anspielstation gerade von ihm. Stehen gut. Jetzt versucht er zu wirbeln. Leno kann ihn runterfischen. Okay. Machen wir ruhig. Wir haben die Zeit. Schöle. Schöle kann man ein Stück gehen. Alaba. Doppelpass vielleicht mit Schöle. Ja, so geht's. Jetzt auf Müller. Schießt und... Oh, Lobby hält. Gibt nochmal Ecke. Schade, da ärgert sich Müller natürlich. Den hätte ich sogar nochmal annehmen können. Aber das sah so ein bisschen... War nicht so aus, als wenn das nochmal geht. Okay, den bringen wir mal raus, da hinten. Gündogan. Müller? Müller? Mit Köpfchen? Jawohl, zweiter Treffer von Müller. 5:0 hier an der Stelle. Und ja, ich denke, jetzt wird nicht mehr so viel anbrennen hier an der Stelle. Er hätte den ersten auch schon mal machen können. Jetzt hat er sich doch nochmal belohnt, dafür, dass er die Ecke rausgeholt hat. Und dann steht er da natürlich goldrichtig. Ist natürlich seine Stärke, immer an der Stelle zu stehen, wo er die Bälle da irgendwie ins Tor kriegt.
So, was macht er jetzt? Erstmal nicht viel. Hätte eigentlich vermutet, dass er wieder versucht durchzurennen. Er ist jetzt auch auf vollen Angriff oder auf totalen Angriff. Man sieht, seine Abwehrspieler, beziehungsweise er hat alle Männer vorm Ball jetzt, bis auf einen Verteidiger da hinten drin. Und dann machst du einmal sowas. Dann kannst du mit Mkhitaryan da mal eine Runde gehen. Den Ball in die Spitze spielen und den Ball ins Tor hauen. Genau, so geht's. Und das ist jetzt der dritte Treffer mit Müller. Das heißt, es gibt 5 Upgrades, oder? Ich glaube, es gibt 5 Upgrades. 6:0 hier an der Stelle. Müsste der Hattrick sein. Ja, ein mit Kopf und 2 mit Fuß, glaube ich. Müssen wir gucken am Ende. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich komme langsam auch durcheinander. Juni hat sich da nochmal verletzt. Na, was macht er? Jetzt lässt er die Zeit runterlaufen, oder was? Aber wie gesagt, da hat er es mir jetzt auch leicht gemacht. Dadurch, dass er da sehr offensiv jetzt zu Rande geht. Oder ich glaube, er hat jetzt auf jeden Fall zumindest vorne auf totalen Angriff gestellt gehabt. Und dann hast du natürlich hinten keinen Endverteidiger mehr. Wie willst du da sowas verteidigen? Jetzt gibt es hier nochmal Freistoß. War die Karte für Aguero wahrscheinlich. Ja, der gelbe Karton. Da ist er. Und ja, da lassen wir jetzt, da machen wir jetzt keine Experimente. Den hauen wir einfach raus. Ja, vielleicht wäre da ja einer rangekommen. Okay, lässt er ins Auslaufen. Alles klar. Abstoß. Mal gucken, macht den kurz. Ja. Macht den wirklich kurz. Abseits leider. Ja, versucht er noch den Ehrentreffer. Schon der Ball auf Schöle jetzt. Holt den Keeper raus. Wir machen das aber ganz ruhig und gediegen. Und der nächste Treffer mit Müller. 7:0. Ja, nicht überhastet da jetzt irgendwie abgeschlossen, weil er den Keeper rausgeholt hat, habe ich mir gedacht. Wir machen das auf die ruhige Art. Genau, da ist der Keeper. Läuft dann noch zurück. Keine Chance und Müller netzt ihn ein. Müsste sein 4. Treffer jetzt sogar sein, glaube ich. Jetzt probiert das nochmal mit dem Aguero oder mit Percy. Ich weiß nicht genau, wer es ist. Oh, Fehler hier an der Stelle. Einmal auf die Flügel gelegt. Und jetzt hätte ich Aubameyang nochmal schön schicken können. Schönes Spiel, 7:0. Bisschen zu hoch wahrscheinlich. Irgendwann am Ende hat der Gegner wahrscheinlich auch aufgegeben. Man hat es auch gesehen, dadurch, dass er den Keeper und so rausgeholt hat. Schauen wir mal nach, wie viele Müller-Tore waren. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es jetzt 3 oder 4 waren. Müsste auf jeden Fall eine ganze Latte gewesen sein. Schauen wir mal. Da haben wir es. 4 Müller-Tore. 4 Müller-Tore. Großartig. Großartig. Das war doch mal ein nettes Spiel. Nach dem schlechten Auftakt, will ich mal sagen, beziehungsweise nach dem schlechten Abschluss der letzten Liga, jetzt hier mit einem 7:0 in die nächste Liga starten. 3 Chancen hat sich der Gegner ausgespielt. Wir 9 haben relativ gut ja auch abgeschlossen, ne? Von 9 Schüssen aufs Tor immerhin 7 reingemacht. Gute Passgenauigkeit und auch guten Ballbesitz, gutes Spiel gemacht und ja, weiter geht's. Erster Sieg in der neuen Saison. Gut, gibt jetzt, was war das jetzt? 4 Müller-Tore? 4 Müller-Tore, richtig. Und ein Sieg. Das heißt, Hattrick-Bonus plus Sieg-Bonus sind 5 Upgrades. 5 Upgrades fürs nächste Mal. Cool. Ja gut, dann suche ich natürlich 5 neue Spieler raus und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.